Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu My Time mit Porsche. Landrennen. Landrennen ist mir aber total egal, weil wir haben kein Reittier. Und Reiten irgendwie auch null gelevelt und überhaupt und nee. Ist alles doof, machen wir mal nicht. So, die Stahlplatten sind fertig, das ist ziemlich nice. So, wir haben Ausdauer, wir können jetzt das Gestrüpp hier wegkloppen. Genauso wie dieses und dieses. Dann haben wir hier nämlich ein bisschen freie Bahn. Hallo, danke. Du möchtest auch bestimmt noch mehr Holzkohle machen, oder? Nee, nicht Glas, Holzkohle. Du möchtest auf jeden Fall noch 6 Bronzebarren machen, schon allein damit wir einen geraden Wert haben. Und dann gucken wir, glaube ich, mal, was wir so brauchen. Beziehungsweise, was wir jetzt an Aufträgen an Land ziehen. Nicht. Okay. Ist mir halt total egal mit dem Landrennen. Machen wir nächstes Jahr. Der Salat ist schuld. So. Ich bin gespannt, ob wir jetzt noch irgendwie einen großen Auftrag kriegen oder ob Brücke hier jetzt bald vorbei ist. Hi. Hello. Nehmen diese Milch. So. Plus 4 Punkte. Nee, haben wir gerade plus 4 und plus 1 bekommen? Sonst hat die Milch auch immer nur plus 2 gegeben. Na, sei es drum. So. 2 Kochset von Dorf, okay. Was ist das hier? 2 einfache Ofen. Das ist easy. 5 Sonnenbrillen für die Ziviltruppe, damit die cool aussehen, ja. Das bringt halt 280 Punkte. Und 3000, das ist voll gut. Und einfacher Ofen, das ist halt super schnell gemacht. Also schade, dass wir nicht beide Aufträge annehmen können. Kann ich den noch annehmen? Eine Metallkiste. Kann ich die machen? Stimmt. Ach, shit. Ey, wir könnten halt so viel mehr Aufträge machen, ne? Aber... Wie, Alter? Wie macht er so viele Punkte? Der cheatet doch. Wir können mal gucken, ob hinten die Brücke fertig ist. Also ob da irgendwas passiert ist. Ja, ja. Landrennenregistrierung beendet. Ist mir total egal. So, wir brauchen einfache Ofen. Das ist, glaube ich, relativ easy, oder? Marmordielen, Bronzeplatten. Wir brauchen 5 Bronzeplatten, das dauert natürlich. Na, wobei. Dann muss man eine Bronzeplatte. Dann muss man 2 Bronzeplatten. Du hörst mal mit den Holzbrettern auf. Ja. Du machst eine Bronzeplatte. Und du hörst auch mit den Holzbrettern auf. Und machst eine Bronzeplatte. Dann geht das nämlich relativ zügig. Müssen wir hier halt warten, aber dann ist das ja in 3 Stunden fertig. Das geht ja. So, was brauchen wir dann noch für? 2 Steinhocker, 3 Marmorlinien. Kein Ding. Zwei Steinhocker. Scheiße. Sortieren erstmal alles so. 2 Steinhocker. Gott. 3 Marmordielen. Das geht darüber. Gar kein Platz für die Stahlplatten da drüben. Aber wir können das zusammen stacken. Dann geht das so. Ja, läuft.
Er ist heute schon aufgetankt, offensichtlich. Mysteriös. Okay, dann mach du doch einfach mal 10 Carbonstahl. Schadet ja nichts. Okay. Wir wollten hinten zur Brücke gucken. Das machen wir mal. Vielleicht ein bisschen das Gemüse hier wegfüllen. Das stört mich hier nämlich so ein bisschen. Was ist das denn für ein Grafikbug? Das sah gerade ja irgendwie äußerst mysteriös aus. So, oh Gott. Hier ist voll die Party. Ach, das ist die Rennstrecke, ja? Okay, das ist ganz cool. Okay, an der Brücke ist nichts passiert. Ich bin voll der Pfosten. Wir müssen ja 2 Öfen machen. Wir brauchen... Achso. Wir haben aber 5 Bronzeplatten. Okay. Und haben dann 10. Alles gut. Ich dachte gerade, ich mache irgendwie 5 Platten zu wenig. Aber... So, wir können uns da vorne halt registrieren, aber wir haben halt eh kein Reittier, also es bringt nichts. Vielleicht können wir mit irgendwem quatschen. Hey! Eine Bestellung gebratener Reis. Nee, geh halt weg. See you! Hi! Was möchte ich heute lernen? Gericht 1. Köstliche geröstete Rippchen. Fleisch, Salz, Schlangenbeere. Okay. Deswegen. Muss ich das jetzt noch lernen? Nee. Gut. Gefällt mir. Tja. Was machen wir da mal? Gehe ich einfach wieder zurück. Wir können jetzt theoretisch angeln, aber eigentlich habe ich da überhaupt keinen Bock drauf. Gott, die Musik ist heute auch ein bisschen anstrengend irgendwie. Ich schon immer so. Okay, jetzt geht's. Der Teil davor war gerade ein bisschen... Alrighty. 2, 3, 4, 5. Sweet. So, dann gib doch mal... Ich bin auch so ein Pfosten, ne? Die rüber. Wir brauchen natürlich noch 2. Und was war das dritte, was wir brauchen? Marmorieren, 3 Stück. Wir müssen noch einen zweiten Ofen machen. Warum ziehe ich das eigentlich nicht direkt hier unten rein? Niemand weiß das. So, und das... Nein! Verdammt! So. So, und dann machen wir den gleichen Song nochmal. Zack, zack, zack. So, nehmen wir das Ding. Und das geben wir dann wo? Alter. Doch hier nicht. Da hinten ist auch Land rein. Oh Gott. Das müssen wir da draußen abgeben. Okay, dann. Oh Gott. Was hier los ist, ne? Gehen wir mal hier hin. Am ehesten dahin. So, wer möchte das haben? Du. Hello. Okay, sweet. Das war relativ easy und bringt einfach 280 Punkte.
Gute Sache. Hello. Ich finde es halt super weird, dass manche Sachen einfach überhaupt nicht übersetzt sind. Goodbye. Hello. See you. Cooles Torte. Ich glaube, die können wir sogar schenken, aber ich will sie eigentlich gar nicht beschenken. Shit. Da haben wir schon gesprochen. Hello. Bye. So. Oh Gott. Hey. Hi. Ja. Bye. Goodness. Okay, mit dem hat er offenbar schon gesprochen. Hello. Mit dir noch nicht. Goodbye. Alright. Tja, dann können wir heute, glaube ich, gar nicht wahnsinnig viel machen, ne? Also wir haben keinen Auftrag am Start, wir müssen eigentlich kein Equipment holen. Das Museum macht erst morgen auf. Aber irgendwie ist heute nichts, können wir direkt wieder pennen gehen. Ich habe eine Idee. Was wir vielleicht sinnvollerweise machen können. Ist das das, was wir brauchen? Fischbrei, shit, das sieht fast genauso aus. Ah, okay, dann ist das nicht das, was wir brauchen. Schade. Und wir haben das Rezept einfach nicht. Das ist total bescheuert, dass er. Ich meine, wenn er sagt, er will das haben, warum kann er uns das Rezept dafür nicht geben? Das ist doch total bescheuert. Kann ich denn jetzt was kochen? Brauche ich das jetzt im Inventar? Also, haben wir Salz? Ich habe keine Ahnung, den Rest haben wir doch. Check ich gerade nicht. Vielleicht fehlt uns wirklich Salz. Okay. Gehen wir mal nach da hinten, kaufen mal Salz. Weiß halt nicht, ob wir das haben. Also Fleisch und Schlangenbeeren haben wir auf jeden Fall. Daran scheitert es nicht. Ich weiß allerdings nicht, ob es reicht, wenn wir das in der Kiste haben oder ob wir das im Inventar haben müssen. Ich Emily loves my ja, wollte eigentlich nicht mit dir schnacken, aber Salz. Ja, gib mal 10. Du hast immer noch keinen Salat am Start, oder? Lame. Oh, es ist Herbst, wir können Salat anbauen. Warum sagt mir das eigentlich keiner? Also steht bestimmt auch schon seit 11 Folgen unten drunter, aber das habe ich total vergessen. Wir haben Samen davon, ne? Wie lange braucht denn der? 5 Tage. Okay, das schaffen wir noch. Der wird diesmal nicht weggammeln. Leck. Ich habe total vergessen, dass wir den scheiß Salat im Herbst anbauen können. Ich dachte irgendwie die ganze Zeit, das geht nur im Frühjahr. Aber ist ja gar nicht der Fall. Ist ja gar nicht der Fall. So. Ah, ich muss da Zutaten hinzufügen, okay. Nee, Moment. 2 Fleisch, 1 Schlangenbeere. Wo habe ich denn? Wahrscheinlich in der Naturkiste, wa? Verdorbenes Essen. Großartig. Schieben wir uns mal rein, samt Teller. Okay.
glaube, wir haben Blähung. So, Zutat hinzufügen. Zutat hinzufügen. Okay, habe ich das gerade noch rechtzeitig gemacht? Ich habe keine Ahnung. Checke ich gerade nicht so richtig. Stellt wieder her 5 Ausdauer. Stellt 3% der Max-Ausdauer her. Okay. Finde ich gar nicht verkehrt. Packen wir mal in die Essenskiste. Danke. Genauso wie das Salz. Okay, das Kochen ist irgendwie seltsam. Das habe ich, glaube ich, noch nicht so 100% gereilt. Aber okay, wir wollten Salat machen. Der Anbau. Kopfsalatsamen. 3 Stück. Die packen wir hier rein und hier rein und hier rein. Haben wir Dünger? Kann ich das so irgendwie machen noch? Kann ich da mehr Dünger drauf haben? Das macht sogar den Kopfsalat glücklich. Dann ist er auch nicht mehr so angepisst. Also, beziehungsweise vielleicht auf andere Seite auf andere Weise angepisst. Ich weiß es nicht. So, hoffentlich können wir uns dann endlich einen Lama fangen. In 5 Tagen. Oh, ich krieg einen Föhn, Alter. Ich krieg zu viel. So. Das hätten wir längst haben können, ne? Wir hätten ein Reittier haben können, wir hätten an dem Turnier teilnehmen können. Gut, dass ich überhaupt nicht verstrahlt bin. Aber naja, schade. Passiert. Ich denke, du möchtest noch mehr Holzkohle machen. Und wir brauchen, glaube ich, dann gleich nochmal Holz. Was brauchen wir denn eigentlich für die kleine Bombe? Schießpulver. Überraschung. Schießpulver kriegen wir auch hier. Da brauchen wir bestimmt Salpeter oder so für. Holz, das habe ich gesucht. Wo ist hier denn eigentlich das Schießpulver? Oh ne, Holzkuh. Ah doch, Salpeter. 5 Stück. Na, passiert. Passiert. So, den ganzen Kram mal wegsortiert. Ja, Ich glaube, da machen wir heute echt nicht mehr viel. Cent. Brettspiele, Kartenspiele, Spielautomaten. Okay, you name it. Wie sie you name it auch einfach stumpf ins Deutsche übersetzt haben mit nenne es. Es funktioniert so im Deutschen halt nicht. Aber okay. Ja, hübsch hier. Aber, ja. Können wir uns ein Pferd leihen? Nee, können wir uns ein Pferd klauen? Auch nicht. Na? Hey! Will ich dir irgendwas schenken? Why give me this? Findest du nicht gut. Kein Bock auf eine Raupe, okay. Dass das gleich 4 abzieht, ist mies, ey. Aber hey, wir haben was gelernt, passt schon. So, 3 Barren hier. Und tanken wir auf. Haben wir den aufgetankt? Stimmt, oder? Oh, da war ich dran. Mysteriös. So, brauchen wir noch irgendwas? Du kannst mal Eisenbarren machen, wenn wir sonst nichts zu tun haben. 4 Stück, dann sind die morgen fertig. Ja. Nö. Ne?
Dann lassen wir es, glaube ich, für heute gut sein. Nutzt ja nichts. Morgen geht dann relativ viel. Also morgen ist auf jeden Fall Museum am Start. Ich bin sehr gespannt. Und dann mache ich jetzt aber auch wirklich eine Aufnahmepause. Weil wenn ich mit dem Museum erstmal anfange, werde ich, glaube ich, nicht nur eine Folge aufnehmen. Und wenn ich jetzt nicht bald aufhöre aufzunehmen, dann streame ich heute gar nicht mehr. Abgesehen davon macht meine Stimme gerade einen Abgang. Vielleicht sollte ich wirklich eine kurze Pause machen. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zugucken bis hierher. Einen angenehmen Tag noch und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.